Die Welle der HD-Remakes rollt weiter. Microsoft veröffentlicht Gears of War Ultimate Edition, also quasi leider nur den ersten Teil, für die Xbox One. Der Koop-Shooter-Traum in Grau erscheint nun etwas hübscher. Bis zum Tag der Ankunft. Der erste Teil von Gears of War erschien für die Xbox 360 im November 2006. Grafisch und spielerisch beeindruckte der Titel damals extrem, spielerisch so sehr, dass der Titel in Deutschland sogar prompt auf den Index landete, wo sich die Ultimate Edition heute leider immer noch befindet. Interessenten müssen also einfach Spielehändler ihres Vertrauens aufsuchen oder halt den Import aus Österreich wagen. Was macht ihr hier? Nicht befreien! Hier, zieh das an, du wirst es brauchen! In der Rolle vom Soldaten Markus Phoenix wird man gerade hier von seinem besten Freund Dominik befreit, weil die Welt gerade so den Bach runtergeht, dass seine Verbrechen, die er angeblich begangen hat, jetzt vollkommen irrelevant sind und man jeden Mann an der Front braucht. Sieh mal an. Willkommen daheim, Soldat. Begeistert geht man also ans Werk. Scheiße. Wie jeder mit Waschmaschine weiß, bleibt Grau meistens grau und so fragt man sich bei der Ultimate Edition von Gears of War hier auch, sah das vorher nicht auch schon immer so aus? Nein, sah es nicht. Das HD Remake sieht wirklich etwas besser aus, allerdings muss man die Änderung, sofern man nicht das Original mit einem Fernseher daneben laufen lässt, leider mit der Lupe suchen. Der Anniversary-Effekt von Halo 1 und 2 bleibt also bisher einmalig. Spielerisch blieb Gears of War quasi unangetastet, das Spiel bleibt ein Deckungsshooter, wo man die Deckung auch benutzen sollte. Wenn man das wie hier nicht macht, sägt man schneller das Zeitliche als ein geschnetzeltes im Supermarkt. Daher lautet bei Gears of War das Mantra, immer kurz aus der Deckung lucken, um dann den Gegner an den Rest zu geben. Mit dem letzten Gegner, das Lancer-Gewehr ist übrigens das Markenzeichen von Gears of War, kann man meistens noch etwas mehr Spaß haben. Wie gesagt, kommen die Locos von unten, im ersten Teil weiß keiner warum, aus Löchern. Und was kann man mit Löchern? Richtig, man kann sie zumachen. Man kämpft sich in dem Spiel quasi von Areal zu Areal, was vielleicht etwas eintönig ist, im Koop aber total die Spaßgranate ist. Um das Spielgeschehen etwas aufzulockern, erhält man zwischendurch immer wieder kurzzeitig extra Waffen, so wie hier den Hammer der Morgenröte, mit dem man unter klarem Himmel und wenn ein Satellit da ist, den Gegner prima grillen kann. Gerade bei kleineren Gegnern macht das ziemlich viel Spaß, weil die dann in 1000 Fetzen um die Ecke fliegen. Von der 360-Version habe ich den Sound der Hammer der Morgenröte allerdings etwas brachialer in Erinnerung, da wurde wohl etwas verschlimmbessert. Geschützstellung kann man für die Locust ebenfalls nähen und sie dann schön dezimieren. Wie gesagt, das Spielgeschehen wird dadurch kurzzeitig aufgelockert, bis man dann wieder in den weiteren Häuserkampf geht. Gut so, Leute. Jetzt suchen wir nach dem Resonator. Auf geht's! Der beliebte Multiplayer-Modus darf in Gears of War natürlich auch nicht fehlen und wurde auch um einige Varianten, die erst in den Nachfolger kamen, erweitert. Für Langzeitspaß, vor allem im Koop, ist das auf jeden Fall sehr gut. Im Prinzip läuft der Multiplayer genauso ab wie der Singleplayer. Zwei Teams müssen sich gegenseitig dezimieren, bis nur noch einer steht. Interessant an der technischen Umsetzung ist hier allerdings, dass die Kampagne konstant mit 30 Frames pro Sekunde läuft. Da wäre definitiv mehr drin gewesen, während der Multiplayer hier fest auf seine 60 Frames gelockt ist. Mein abschließendes Fazit an die Gears of War Ultimate Edition ist, schade ist, dass nur der erste Teil drin ist, die anderen fehlen dann allerdings. Allerdings scheint darauf auch der Hauptaugenmerk zu liegen. Und zwar ist es ja so, dass jeder, der damals Gears of War schon gespielt hat, der muss mal sehen, ob sich dann schon wieder eine HD-Kollektion lohnt oder halt ein HD-Remake. Vor allem, wenn sich die optischen Unterschiede wirklich in Grenzen halten.
Für alle, die es nicht gespielt haben, ist es auf jeden Fall richtig geil. Also man kann das Spiel echt prima nachholen und vor allem Erstkäufer kriegen im November, wenn die 360-Abwärtskompatibilität auf die One kommt, kriegen sie alle anderen Gears of War-Spiele als Download gratis mit dazu. Das ist schon ein geiles Rundum-Paket. Für Neueinsteiger auf jeden Fall empfehlenswert. Für alle, die es einfach mal wieder spielen wollen, in hübsch und ein paar neue Erfolge sammeln, wo sie es ebenfalls. Ansonsten, ja, also es ist nichts Neues. Man merkt quasi schon nach den ersten paar Leveln so von wegen, okay, habe ich alles schon mal gespielt. Kann man sich geben, muss man aber nicht. Allerdings alle Vorgänger gratis für die One dazu als 360-Version ist schon ein Grund. Allerdings, wer die ganzen Vorgänger auch zu Hause hat, der kann sie auch ab November einfach so in die One schmeißen und die Sache läuft auch. Muss jeder für sich selbst entscheiden, ist ganz nettes Remake, ist aber kein Must-Have. Macht trotzdem mit dem Koop-Kumpel garantiert wieder Spaß. Alles klar, wir sehen uns beim nächsten Review. Achtet auf die Gaming Heroes, ich wünsche euch noch was. Schönen Tag.